Moin Moin und hallo, herzlich willkommen bei Game 2. Ist das nicht schön, das mal wieder sagen zu können? Ja, absolut. Endlich ist auch die Redaktion zurück, aus ihrem Traum von Hollywood erwacht. Und wir haben wieder Zeit für Games, die es tatsächlich schon gibt. Wie zum Beispiel das Remake von Dead Space, bei dem man sich natürlich fragt, wie kann man das beste Horrorspiel aller Zeiten noch besser machen? Brandt würde es euch erzählen, aber vorher schauen wir noch kurz bei SpongeBob The Cosmic Shake rein. Los geht's aber mit Forspoken. Das Projekt des relativ neuen Studios Luminous Productions hat mit den ersten Trailern viele positiv überrascht. Beim Release kam dann aber raus, dass hier vielleicht etwas zu viel Forspoken wurde. John ist auch ein bisschen drauf reingefallen und seinen Erfahrungsbericht seht ihr jetzt. Ich bin da auch drin. In Forspoken? Montag ist mein Lieblingstag. Montag ist mein Lieblingstag. Montag, Montag. Yes. Ja. Right. Das ist doch Forspoken, oder? Ja, das ist Forspoken. Boah, zum Glück habe ich das nicht abbekommen. Wieso denn das jetzt? Naja, das Spiel wurde zweimal verschoben, glaube ich. Alter, welches Spiel wird heutzutage nicht verschoben? Dir ist schon klar, dass diverse andere Spiele, Magazine und Journalisten keine PC-Review-Codes bekommen haben. Das Internet überschlägt sich mit Warnungen zu dem Spiel. Hast du dir überhaupt mal die geforderten Systemspecs für den PC angeschaut? Leute, es ist Montag und ich habe sowas von Bock, jetzt hier Forspoken zu spielen. Das wird geil. Lasst mich einfach. Als 2020 der Reveal-Trailer von Forspoken über die Bildschirme flimmerte, kam ich aus dem Staunen kaum mehr raus. Mysteriöse Kreaturen, rasante Fortbewegung durch eine fremde Welt, gekoppelt mit einem Arsenal aus starken Zaubersprüchen, ließen mir die Kinnlade runterfallen. Sich von einem Trailer anstecken zu lassen, ist eine Sünde, von der sicher die meisten von euch schon einmal verführt wurden. Es ist ja auch eine beliebte Marketingmasche, mit Trailern bombastische Grafik und große Versprechen machen, obwohl das zugrunde liegende Spiel gerade tatsächlich noch gar nicht lauffähig ist. Und sobald das fertige Spiel dann auf den Markt kommt, macht sich schnell Enttäuschung breit. So berühmt-berüchtigt geschehen bei Watch Dogs und Anthem, deren erste Bilder fantastisch aussahen, bei Erscheinen aber nur noch ein Bruchteil davon übrig blieb. Das Fass mit Cyberpunk lassen wir an dieser Stelle einfach mal zu. Wenn die Vorfreude groß ist, entsteht automatisch das Risiko, dass Studios den Erwartungen der Spielerschaft nicht gerecht werden können. Wer allerdings nicht halten kann, was er verspricht, sollte es meiner Meinung nach gar nicht erst tun. Nun muss man sagen, dass Forspoken nicht eines der heiß erwartetesten Spiele des Jahres ist. Allerdings überschlägt sich das Netz seit dem Release mit Klagelauten und der Hagelsturm an durchwachsenen Kritiken hört kaum auf. Aber auch schon vor Release waren die Red Flags zahlreich. Die PS5-Demo wurde zum Start von diversen technischen Fehlern geplagt und die Systemanforderungen auf dem PC waren astronomisch, was Rückschlüsse auf ein schlecht optimiertes Spiel zuließ. Wer keine fast unbezahlbare Nvidia 4080 Grafikkarte besitzt, kann demnach von den Ultra-Einstellungen nur träumen. Was vor allen Dingen deshalb witzig ist, weil die zum Zeitpunkt des ursprünglichen Release-Termins von Forspoken noch gar nicht auf dem Markt war. Dass im Vorfeld bei einigen Outlets mit Review-Codes gegeizt wurde, ist sicherlich eine weitere Red Flag. Aber springen wir ins Spiel. Frey, die Heldin der Geschichte, weiß zu Beginn noch nicht, dass sie eine ist. Stattdessen verdingt sie sich lieber als Kleinkriminelle. Plötzlich wird sie von einer Gang überfallen, die mit ihr ein Hühnchen zu rupfen hat. Die Stereotypen von afroamerikanischen Straßenkriminellen werden hier schnell abgehakt und es war nicht der letzte Grund für fragend hochgerissene Augenbrauen meinerseits. Als Frey mit einer Pistole bedroht wird, ergreift sie mit einer Assassin's Creed-Choreografie die Flucht, die so langsam ist, dass sie das nur überlebt haben kann, weil die Ganganführerin ihre Patron vergessen hat. Anders kann ich mir das nicht erklären. Im direkten Vergleich überzeugt sogar eher der unvergessene Maschendrahtzaunsprung aus Taken 3. Naja, long story short. Irgendwann wird Frey von einem hellen Licht in eine fremde Wohnung gelockt, findet einen goldenen Armreif und damit geht das Spiel endlich los. Nach anderthalb Stunden Prolog, der zu 80% aus Cutscenes besteht, alles ein bisschen zäh. Aber egal, denn jetzt... Okay, passiert den Besten. 59 GB später werde ich in der Welt von Ephia wieder ausgespuckt. Magische Fabelwesen, gewaltige Zauber und eine geheimnisvolle Welt wollen erkundet werden. Allerdings ist der Prolog noch nicht vorbei. Der magische Armreif hat eine eigene Persönlichkeit, ist ab jetzt unser Begleiter und lässt sich keine Gelegenheit nehmen, uns zu erklären, was hier abgeht. Wenn man sich dabei wenigstens noch bewegen könnte, wäre das nicht jedes Mal so eine krasse Spaßbremse. Die Dialoge zwischen Frey und dem Reif haben zwar Buddy-Cop-Potenzial, landen aber nicht immer so, wie sie sollten. Wie banal und fantasielos das klingt. Reif. Armberge vielleicht. Der Reif kann aber nicht nur reden, sondern schenkt Frey auch Magiekräfte.
Die ist aufgrund ihrer neuen Tricks von Anfang an schwer begeistert. Ich bin eine scheiß Magierin, ich fass es nicht, Mann! Ja, okay, das ist mein neues Leben. Ich kann Magie mit einem Armreif reden, krasse Viecher umlegen, weißt du was? Bald kann ich fliegen. Oh bitte, jetzt übertreibst du aber. Ach, tu ich das? Ich kenne die Regeln nicht. Bin meine Fresse, John, was sind das für bekackte Idiotendialoge? Hast du meinen glorreichen Sieg etwa nicht gesehen, oder? Ja, Trant hat schon recht. Das Gerede nervt schon ein bisschen und zieht sich ganz schön. Zu Beginn wird mir dann noch erklärt, dass in dem kargen Fantasy-Landstrich eine Anomalie, der sogenannte Bruch, wütet, der Menschen und Tiere in aggressive Zombies verwandelt und auch von den vier Herrscherinnen Besitz ergriffen hat. Weil Frey gegen den Bruch immun ist, wird sie schnell als Retterin auserkoren und ihr Abenteuer beginnt. Auch wenn sie sich da etwas uncharmant konstant gegen wehrt. Du willst deine Stadt retten? Dann mach's gefälligst selber! Endlich kann ich tun, was man in einer Open World tut. Erkunden, bisschen kloppen und ordentlich Loot sammeln. Mit magischen Parkour-Moves, für die ich nur die Kreistaste gedrückt halten muss, rase ich durchs Land. Durch das Erlernen verschiedener Zauber erweitern sich auch Freys Möglichkeiten, durch Ethia zu hopsen. Dieses magische Rumgeflitze kickt gut rein und macht sich auch im Kampf bezahlt. Frey entkommt so mit vierfachen Schrauben allen möglichen Geschossen und teilt gleichzeitig auch noch aus. Ihre Magie ist zu Beginn auf das Element Erde und den Fernkampf begrenzt, was ehrlich gesagt ziemlich schnell steinlangweilig wird, da es echt lange dauert, bis sie neue Magie lernt. Um beispielsweise an die Feuermagie zu gelangen, müsst ihr eine der vier Herrscherinnen besiegen. Diese Bosskämpfe sind cool inszeniert, aber haben mich nie ins Schwitzen gebracht. Erst mit den weiteren Magieelementen öffnet sich der wirkliche Kern von Forspoken. Die Kreaturen in Ethia haben nämlich unterschiedliche Schwächen und Resistenzen. Das fordert einen heraus, fleißig vielfältige Kombos auf die Fabelwesen abzufeuern. Über ein Auswahlrad wählt ihr das Element für den nächsten Move aus und kettet so unterschiedliche Angriffe aneinander. Das funktioniert an weiten Stellen gut, ist aber nicht leicht zu meistern. Die diversen Cooldowns der vielen Unterstützungszauber im Blick zu behalten, während man gleichzeitig angreift, kann nämlich schon ein bisschen überfordern. Außerdem sind nicht alle Zauber gleich attraktiv. Ja, ich schaue auf dich, du langweiliger selbstschießender Pflanzenturm. Ach ja, und natürlich könnt ihr Zauber upgraden und neben mehr Schaden damit auch knalligere Animationen freischalten. Wie zum Beispiel bei der voll aufgeladenen Schubmagie auf Level 3. Digga, schon fett. Wer übrigens auf flüssige 60 Bilder pro Sekunde steht, kommt um den Performance-Modus auf der PS5 auf keinen Fall herum. Auf dem Bildschirm ist manchmal so viel los, dass man gar nicht weiß, gegen was oder wen man hier gerade antritt. Egal, Hauptsache platt machen. Egal ist leider auch der nichtssagende Loot aus tausenden Truhen und von besiegten Monstern. Während Freys Abenteuer sammelt ihr im Überfluss Kristalle und Kräuter, mit denen ihr in Hütten Heiltränke craften und eure Ausrüstung verbessern könnt. Als ich meine ersten Ausrüstungsgegenstände gefunden habe, zuckten wieder mal meine fragenden Augenbrauen. Hä? Was ist das denn jetzt? Haben die sich so vorgestellt, eine weibliche Zielgruppe zu erschließen? Geile Kette, fancy Nagellack und Cape. So seltenes, geiles Cape, ja. Das Aufwerten der Ausrüstung fühlt sich zudem auch noch belanglos an. Die unterschiedlichen Boni scheinen wahllos ausgewählt zu sein, da Frey eh schon so mächtig und die KI ziemlich simpel gestrickt ist. So verkommen die Upgrades wirklich zur reinsten Kosmetik. Nicht wahllos, dafür viel zu ausführlich, ist die Map der Open World. Man sieht hier bis zur letzten fitzeligen Truhe einfach alles, was mein Entdeckerherz zum Stillstand gebracht hat. Die Nebenquests sind es leider kaum wert, den Pfad der Hauptstory zu verlassen. Deshalb rast man im magischen Parcours von einem Story-Kapitel zum nächsten und während sich der Prolog gezogen hat, wird zum Ende hin versucht, schnell einen Schlussstrich unter Freys Abenteuer zu ziehen. Das Timing der Erzählung ist leider so neben dem Takt, dass es für mich sehr schwer war, einen Zugang zu Forspoken zu finden. Besonders die Charaktere, für die man etwas empfinden soll, bleiben einem bis zum Ende hin fremd. Darin hat Frey zum großen Teil selber Schuld. Sie wehrt sich lange gegen den Lauf der Geschichte und es hat sich für mich so angefühlt, als ob ich sie zu ihrem eigenen Abenteuer zwingen müsste. Wenn nicht du, wer dann? Ist mir scheißegal, ich will endlich meine Ruhe. Hinzu kommt, dass das Abenteuer in einer Open World stattfindet, die durch die Anomalie zwar folgerichtig, aber auch schmerzhaft unbelebt ist. Einen Großteil der Hintergrundgeschichte nur in Archiveinträgen beim Nachlesen erleben zu können, ist ganz schön trocken. Am Ende reiht sich Forspoken zu den Spielen, deren Teaser-Trailer wie Milch gealtert sind. Über weite Strecken entwickelt die Story keinen Biss und die Protagonistin zieht einer an sich interessanten, aber hohlen Welt den letzten Zahn. Der magische Parcours und das Kampfsystem sind die definitiven Highlights des Spiels, schaffen es aber nicht, den Karren von Forspoken auf Top-Touren zu bringen. Und bei einem Vollpreis von rund 80 Euro fällt es einfach schwer, über die vielen Stolpersteine hinwegzusehen. Das hatte ich mir beim ersten Trailer noch ganz anders vorgestellt. Schade, aber manchmal muss man es eben auf die harte Tour lernen. Fuck!
Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu den News. Wir beginnen mit einer Meldung, die zunächst bei vielen für enttäuschtes Stirnrunzeln gesorgt hat. Die diesjährige E3 muss ohne Nintendo, Sony und Microsoft auskommen. Das will IGN jedenfalls von Insidern erfahren haben. Während Sony sich schon 2019 von der Messe zurückgezogen hat, dürfte das Fehlen von Microsoft und Nintendo dem Comeback der E3 nach dreijähriger Corona-Pause einen bitteren Beigeschmack geben. Auf Rückfrage hieß es, dass der Messeveranstalter das Fehlen der großen drei nicht kommentieren und auch zu weiteren anwesenden oder abwesenden Ausstellern keine Auskunft geben kann. Man betone aber, dass es eine enorme Unterstützung von Größen der Gaming-Industrie gäbe. Es ist allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass Nintendo, Microsoft und Sony wie in den vergangenen Jahren eigene digitale Shows im Sommer veranstalten werden. Journalist und Brancheninsider Jason Schreier betonte außerdem, dass auch Xbox schon länger nicht mehr auf dem E3-Showfloor vertreten war, sondern außerhalb eigene Veranstaltungen durchführte. Ob die Abstinenz der großen drei also überhaupt spürbar ist, bleibt abzuwarten. Auch wenn Nintendo vielleicht nicht bei der E3 dabei ist, versorgt uns der Gaming-Riese trotzdem regelmäßig mit frischen Ankündigungen und Trailern. So wie auch diese Woche bei einer neuen Nintendo Direct. In der knapp 40-minütigen Präsentation konzentrierte sich Nintendo auf Titel, die mit großer Mehrheit noch im ersten Halbjahr 2023 erscheinen sollen. Das meist erwartete Spiel dürfte dabei wohl The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sein, das einen neuen Trailer bekommen hat. Außerdem bestätigten sich Gerüchte, dass ausgewählte Nintendo-Titel wie Zelda ab sofort 70 Euro zum Release kosten werden. Weiterhin gab es neues Gameplay zu Pikmin 4 und der Release zum 21. Juli wurde angekündigt. Das auf unbestimmte Zeit verschobene Remake zu Advance Wars 1 und 2 hat mit dem 21. April ebenfalls einen Erscheinungstermin bekommen. Eine kleine Überraschung gab es auch noch, denn ab sofort ist Metroid Prime Remastered im eShop erhältlich. In der Show wurde außerdem ein neuer Professor Layton-Teil namens Professor Layton and the New World of Steam angeteased. Zu guter Letzt kündigte Nintendo an, dass in der erweiterten Nintendo Online-Mitgliedschaft ab sofort auch ausgewählte Gameboy sowie Gameboy Advance-Titel enthalten sind. Darunter Klassiker wie The Legend of Zelda Link's Awakening DX oder Mario Land 2. Mensch, da war ja einiges los, aber auch abseits von Nintendo war diese Woche äußerst ereignisreich. Mehr dazu jetzt im Ticker. And the Grammy goes to Assassin's Creed Valhalla. Besser bekannt als Assassin's Creed Valhalla für den besten Soundtrack in einem Videospiel. Nominiert für die brandneue Kategorie war unter anderem auch die Musik von Call of Duty Vanguard oder Marvel's Guardians of the Galaxy. Game over die erste. EA hat anscheinend die Entwicklung eines noch unbekannten Singleplayer-Spiels im Titanfall-Universum eingestellt. Das verkündete zumindest Jason Schreier. Offiziell bestätigt wurde dies allerdings bisher noch nicht. Game over die zweite. Der Battle Royale Brawler Rumbleverse wird schon am 28. Februar eingestellt. Obwohl mit dem Fortnite-Studio Epic Games ein großer Publisher dahinter steht, konnte das Massengeprügel offenbar nicht gegen die Konkurrenz bestehen. Täglich grüßt das Zombie-Gesicht. Mit Resident Evil Death Island soll in diesem Sommer ein weiterer CGI-Film der Zombie-Reihe erscheinen. Der Horrorstreifen knüpft direkt an Resident Evil Vendetta an und wird bekannte Gesichter wie Chris, Leon und Jill zeigen. Endlich ein Ende. Activision Blizzard hat sich im Rahmen der schwerwiegenden Anschuldigungen bezüglich Sexismus und Diskriminierung am Arbeitsplatz außergerichtlich dazu bereit erklärt, eine Strafe von 35 Millionen US-Dollar zu zahlen. Mit der dazugehörigen Unterlassungsanordnung verpflichtet sich der Publisher zudem dazu, zukünftig sämtliche Vorfälle dieser Art zu verhindern. Next! Vom 6. bis 13. Februar läuft das Steam Next Fest, bei dem ihr hunderte von Demos auch von erst noch erscheinenden Spielen anzocken könnt. Auf unserem Instagram-Kanal Game2Official haben wir euch 9 Spiele herausgesucht, die ihr unbedingt mal ausprobieren solltet. Schaut da mal vorbei. Das waren auch schon wieder die News für diese Woche. Viel Spaß bei der weiteren Sendung. Tschüss, euer Krogi. Als nächstes haben wir ein Spiel für euch, auf das unsere Redaktion ziemlich hyped war. Warum? Weil es ein verdammtes SpongeBob-Spiel ist! Der Schwammfaktor ist also schon mal ein Vorteil für The Cosmic Shake. Aber ob das Spiel auch etwas daraus macht, das ist eine andere Frage. Zumindest gibt es noch etwas, was dem Spiel zugutekommt. Und das ist die gute alte Nostalgie. Die Bildchen sehen aber toll aus. Darf ich auch mal spielen? Nostalgie ist die Sehnsucht nach vergangenen Zeiten. Zum Beispiel der Kindheit und den 6 Wochen Sommerferien jedes Jahr. Nostalgie kann aber auch ziemlich praktisch sein, gerade im popkulturellen Kontext. Stichwort Stranger Things. Aber Ingo, warum direkt am Anfang so ein pseudophilosophischer Exkurs zum Thema Nostalgie? Na, weil es SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake auf euren Nostalgie-Rezeptoren abgesehen hat.
Das ist nämlich ein durch und durch klassischer 3D-Plattformer. So klassisch, dass man denken könnte, in einem Paralleluniversum gelandet zu sein. Ein Paralleluniversum, in dem Sony, Nintendo und Microsoft vor 20 Jahren oder so kollektiv beschlossen haben, dass alle paar Jahre neue moderne Konsolen zu veröffentlichen kapitalistischer Quatsch ist. Aber zurück zu The Cosmic Shake und dessen Handlung. Die ist im positiven Sinne auch ziemlicher Quatsch. Nachdem der große gelbe Aufsauger und sein Superfreund Patrick in der Handschuhwelt von coolen Kids abserviert wurden, tröstet sich SpongeBob mit magischer Blubberseife. Damit stürzt er jedoch Bikini Bottom ins Chaos und seine Freunde werden in unterschiedliche Dimensionen katapultiert. Also geht es auf multidimensionale Rettungstour. Der Haken an der Sache? Die Geschichte wird so lieblos hingeklatscht präsentiert, dass kein richtiges Serienflair aufkommen will. Insider-Gags und Anspielungen werden gefühlt wahllos im Sekundentakt rausgehauen. Lust auf ein bisschen Karate? Aber haften bleibt davon längst nicht alles. Darüber hinaus wiederholen sich viele Sätze von SpongeBob nach kurzer Zeit. Und warum müssen alle so langsam reden? Niemand interessiert sich für Dialoge. Okay, okay, ich meine ja nur, die Inszenierung ist halt einfach altbacken. Aber so war es damals oft im Plattformer-Genre. Nun, vielleicht ist die Präsentation für einige von euch im Vergleich zur Spielerfahrung komplett Nebensache. Der Kniff mit den unterschiedlichen Dimensionen sorgt aus spielerischer Perspektive auf jeden Fall für Abwechslung. Auch wenn jetzt nicht zwingend die kreativsten Themen ausgegraben wurden. Der Wilde Westen? Eine Piratenwelt? Ein Filmset? Eine Halloween-Dimension? Die Steinzeit? Das geht auch einfallsreicher. Aber hey, die verschiedenen Welten sind optisch immerhin ganz nett. Das Gerenne und Gehüpfe ist grundsätzlich solide. Aber Moment mal. Hört ihr das? Hört ihr das? Wie nervig sind denn bitte diese Laufgeräusche? Hey, lieber Cutter, könntest du da mal was machen? Okay, danke. Weiter im Text. Auch wenn nicht jede Gameplay-Idee in den verschiedenen Levels zündet, die Schleichpassagen in der Halloween-Welt sind beispielsweise komplett für die Tonne, und nicht jedes Minigame eine spielerische Offenbarung ist, ich schaue dich an, paparazzige Pose, so ist SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake immerhin kurzweilig. Oh, stark! Die Sache ist die, euch erwartet harmlosester Hüpfspaß, der aber selbst in den besten Momenten nicht großartig aus der Masse hervorsticht und nicht mal entfernt mit Größen wie Super Mario oder dem charmanten Indie-Hit Tinykin mithalten kann. Aber Nostalgie ist eben ein starkes Werkzeug. Sei es die wohlige Erinnerung daran, wie man als kleiner Stöpsel dem ulkigen Schwammkopf im Fernsehen zugeschaut hat, oder die Rückkehr in eine unkomplizierte Zeit der Videospiele, lange vor Always Online, Games as a Service und Early Access Gedöns, die unbeschwerter zu genießen war. Einfach spielen und Spaß haben. Ich bin bereit. Wie viel Spaß ihr mit SpongeBob Schwammkopf The Cosmic Shake haben werdet, hängt zum Großteil von zwei Dingen ab. Erstens vom eigenen Alter. Kids werden sicherlich Gefallen an SpongeBob finden, einfach weil es ganz gut aussieht, Stilmittel aus der Serie aufgreift und es super Baby-Eier leicht ist. Und zweitens davon, wie sehr euer Fanherz schlägt. Unserer Meinung nach muss es das aber schon gewaltig, um die Defizite in der Präsentation und im Gameplay auszugleichen. Aber so ist das manchmal mit Nostalgie und Dingen, die einen ein Leben lang begleiten. Das Fanherz will, was das Fanherz will. Und? Kommen wir zum Remake von Dead Space. Das Gute daran, wenn man ein Remake zu einem guten Spiel macht, ist, das Spiel ist gut. Und das Schlechte daran ist, das Spiel ist gut. Ja, also, stellt sich nämlich die Frage, was gibt es denn da überhaupt besser zu machen? Ja. Und bei Dead Space stellt sich diese Frage erst recht. Denn es sieht immer noch gut aus, spielt sich klasse und die Atmosphäre ist nach wie vor top-notch. So nämlich. Dead Space neu aufzulegen war also kein leichter Job und trotzdem haben sie es geschafft. Das sagt euch Trant. Er sagt es auch genau so. Das 2008 erschienene Dead Space zählt bis heute zu den besten Survival-Horror-Spielen überhaupt. Das spiegeln die gesammelten Meinungen von Kritikern und Spielern eindeutig wider. Wie die von unserem Sebastian, der vor 3 Jahren einen Lobgesang auf die Serie brachte, verbunden mit dem Wunsch nach einem vierten Teil. Dead Space ist kondensierter Survival-Horror der besten Art. Und ich wollte es am liebsten verbrennen und schreiend davonlaufen. Eine Gefühlsregung, die aber nur die besten Horrorspiele bei mir auslösen. Und deshalb, EA, ist es an der Zeit, die Serie zurückzuholen. Bitte.
Tja, dass Electronic Arts die Serie nach dem zwiespältigen dritten Teil eingestampft hat, fanden die Fans natürlich doof. Doch jetzt gibt's ja immerhin ein Remake des ersten Teils. Und weil die zuständigen Motive Studios hier auch noch verdammt gute Arbeit geleistet haben, sind die Fans wieder versöhnlich gestimmt. Für alle, die es nicht kennen, wollen wir erstmal umreißen, wieso Dead Space ganz generell als etwas Besonderes gilt, damals wie heute. In der Rolle des Schiffsmechanikers Isaac Clarke fliegt ihr zusammen mit einer kleinen Crew zur USG Ishimura, ein Abbauschiff, zu dem der Kontakt abgebrochen ist. Und der Grund für den Kontaktabbruch sind, wie sollte es in einem Sci-Fi-Horrorspiel anders sein, Monster. Dieses Setup klingt zwar nicht sonderlich originell, aber dafür beweist Dead Space in vielen anderen Punkten Originalität. Als Waffen dienen, passend zu Isaacs Beruf, futuristische Werkzeuge, deren Wirkungsweisen doch deutlich interessanter sind als die von üblichen 0815-Ballermännern. Cool ist auch Isaacs Chinese-Fähigkeit. Aus der Ferne große Apparaturen zu bewegen, Monstern Möbel an die Birne zu schmeißen oder entfernte Verbrauchsgegenstände zu sich ranzuziehen, ist einfach enorm befriedigend. Und die Stase-Fähigkeit zur lokalen Verlangsamung ist mindestens genauso hilfreich. Sowohl im Kampf als auch bei der Bewältigung von Hindernissen und Missionsaufgaben. Apropos, das Missionsdesign ist nicht nur höchst abwechslungsreich, sondern im Kontext eines verlassenen Raumschiffes auch sehr glaubhaft. So müsst ihr etwa die Triebwerke der Ishimura neu zünden, weil sie auf den nahen Planeten herabzusinken droht. Was ist denn hier los? Laut Computer sind die Ishimura-Triebwerke offline. Wir sinken in die Umlaufbahn Richtung Aegis 7. Oh Gott! Später besucht ihr die Hydrostation, deren Sauerstoffproduktion durch die Giftgase eines Monsters behindert wird. Oder ihr repariert die Kommunikationsanlage, um Kontakt mit einem Rettungsschiff aufzunehmen. Und bei vielen dieser Missionen müsst ihr sogar mit Schwerelosigkeit oder Sauerstoffmangel im Vakuum klarkommen. Wenn's um Immersion geht, zieht Dead Space alle Register. Jetzt könnte man noch von der bequemen Wegfindungsfunktion schwärmen oder das motivierende Waffen-Upgrade-System loben. Oder hervorheben, dass es keine störenden Spielanzeigen gibt, weil alle relevanten Infos von Isaacs Anzug abgelesen werden können. Aber das Wichtigste ist die extrem gruselige Atmosphäre, die durch das klaustrophobische Schiffsdesign, die stimmungsvolle Beleuchtung und die bedrohliche Soundkulisse aufgebaut wird. Und durch die Tatsache, dass ihr niemals sicher sein könnt. Das ursprüngliche Dead Space erreichte damals erst nach 5 Monaten eine Verkaufszahl von 1 Million. Ganz okay, aber nicht überragend. Und das, obwohl das Spiel von allen Seiten gelobt und sogar mit Awards überhäuft wurde. An der Qualität lag's also nicht. Aber woran dann? War's vielleicht doch zu heftig für die breite Masse? Ihr Lieben, das ist also unser Thema heute. Ich habe noch nie ... Und unser erster Anrufer ist der Winfried, 29 Jahre alt. Hallo Winfried. Ja, hallo, Gamey an. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Musst du nicht, wir sind hier unter uns. Also du hast zum Thema Ich habe noch nie angerufen. Was willst du uns erzählen, Winfried? Ja, und zwar, es ist so, also ich bin jemand, der gerne Horrorspiele spielt. Okay, also sowas wie Resident Evil. Genau, oder Until Dawn, Alien Isolation, Outlast, eigentlich alles querbeet. Das mag ich schon sehr, ne? Ja, das ist ja auch nachvollziehbar. Manche gruseln sich halt gern. Ich übrigens auch. Ja, und warum ich eigentlich anrufe, ist, Winfried, rufst du an, weil du dich dafür schämst? Nee, das ist es nicht. Das ist eigentlich eher was anderes, nämlich, wie soll ich denn das jetzt sagen? Versuch's einfach mal. Also, ich habe noch nie Dead Space gespielt. Oh. Ja, genau. Das ist in der Tat seltsam, gerade für jemanden wie dich, weil das ist ja, wie du weißt, ein sehr, sehr gutes Spiel. Ja, das weiß ich ja. Sache auch viele Leute aus meinem Freundeskreis, so aus der Clique, und die machen sich immer über mich lustig, weil ich das noch nicht gespielt habe, weißt du. Okay, also das sollte man natürlich nicht tun, ja. Aber Winfried, kannst du uns denn einen Grund verraten, warum du es noch nie gespielt hast? Na, ich finde es zu gruselig. Vor allem, dass die Viecher von überall kommen können, so aus denen Lüftungsschächte, Wände, Böden, Decke. Das macht mich fertig. Ich kann das einfach nicht. Obwohl du aber sonst gerne Horrorspiele spielst, das habe ich richtig verstanden, oder? Ja, normal schon. Also ich meine, klar, es ist sehr gruselig, aber das ist ja auch gerade das Tolle. Und außerdem musst du ja auch mal sehen, wie sehr du da wehrhaft bist in dem Spiel. Also mit den ganzen Waffen, Stase, Chinese, du kannst da schon gut aufräumen, ne? Sagen mir die Kumpels auch immer. Aber irgendwie,
Weißt du, jetzt wo das Remake raus ist... Ich wollte nämlich gerade auf das Remake zu sprechen kommen. Das wäre doch jetzt die Gelegenheit für dich, Dead Space nachzuholen und diese Schmach loszuwerden. Was meinst du? Damian, ich trau mich das nicht. Ich sag's, wie es ist. Puh, also, Winfried, da müssen wir was machen, ne? Du musst irgendwie raus aus der Situation, weil so wie es jetzt ist, so bist du ja nicht glücklich. Ne? Nee, aber wie, Damian? Ich weiß nicht mehr weiter. Also, was ich dir anbieten kann, wäre ein Gespräch mit unserem Psychologen. Der kann dir Tipps geben, wie du ein bisschen mehr Mumm kriegst für das Game. Möchtest du das? Darüber würde ich mich freuen, ja. Okay, dann legst du jetzt auf und der Henning ruft dich dann zurück, ja? Machen wir es so? Alles klar, ja. Winfried, alles Gute. Danke, dir auch. Und was ich dir noch sagen wollte, du machst eine ganz tolle Sendung, Gabian. Wirklich, mach bitte immer so weiter, ja? Werde ich, danke. Das ist sehr nett, dass du das sagst. Alles Gute, Winfried. Tschüss. Nachdem wir jetzt die grundlegenden Qualitäten abgehakt haben, die sich beide Versionen teilen, schauen wir auf die Verbesserungen des Remakes. Und da sticht natürlich erstmal die Grafik ins Auge. Das Original hat man heute noch gut in Erinnerung, doch im direkten Vergleich merkt man schnell, was sich getan hat. Die Beleuchtung wirkt deutlich realistischer, zumal es mehr Lichtquellen gibt, die Schatten werfen. Glatte Oberflächen, die im Original noch recht matt wirkten, reflektieren Licht jetzt viel naturgetreuer. Natürlich wurde auch der Detailgrad kräftig nach oben geschraubt, sei es bei Isaacs Anzug oder bei der Umgebung. Schaut euch nur mal die Fleischwucherung an, die manche Teile des Schiffs befallen haben. Damals fast wie eine Tapete, heute dreht's dir den Magen um. Sicherlich ist das Remake nicht das bestaussehende Spiel, das jemals das Licht der Welt erblickt hat. Das artverwandte The Callisto Protocol hat optisch einiges mehr auf der Pfanne. Aber es galt ja auch, den Charakter des Originals zu erhalten. Und diese Gratwanderung zwischen Originaltreue und zeitgemäßer Grafik haben die Motive Studios nahezu perfekt hinbekommen. Trotz der Komplettrenovierung fühlt man sich als Fan der Urversion sofort wie zu Hause. Und das ist einfach schön. Would you like that, Chris? Yes, sir. Allerdings gibt's neben der Grafik auch noch einen ganzen Sack voll inhaltlicher und stilistischer Änderungen. Alle davon aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, deswegen nennen wir nur ein paar Beispiele. Als erstes fällt auf, dass Isaac jetzt spricht. Manch ein Fan könnte das als Frevel ansehen, doch Hand aufs Herz. Erstens hat er ja schon in Teil 2 eine Stimme spendiert bekommen und zweitens wirkt es viel natürlicher, wenn er in Dialogen auch antwortet, anstatt nur zuzuhören. Oder nicht? Was zum Teufel sind diese Dinge? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Ebenfalls eine gute Neuerung ist, dass die einzelnen Bereiche der Ishimura jetzt alle nahtlos miteinander verbunden sind. Wir erinnern uns, im Original konnten die einzelnen Decks nur per Monorail erreicht werden. Ein Kniff, um Ladezeiten zu kaschieren. Die Monorail gibt's zwar immer noch, doch neuerdings führen zu jedem Bereich auch Fußwege. Oder Flugwege, so wie diese Passage hier. Durch den gesamten Hangar schweben, um letztendlich in den Maschinenraum zu kommen, war vorher nicht möglich. Apropos, die komplett freie Bewegung in Schwerelosigkeit gab's im ersten Teil so auch nicht. Stattdessen konnte Isaac damals nur in einer geraden Linie zu vorher anvisierten Punkten springen. Dass ihr jetzt frei fliegen könnt, weckt nicht nur euren Entdeckertrieb in diesen Zonen, sondern macht auch die Kämpfe deutlich interessanter. Eine weitere Überraschung sind die neuen Nebenaufgaben. Derer gibt es zwar nur eine Handvoll, aber sie abzuschließen lohnt sich dennoch. Mal liefern sie Hintergründe zur Geschichte, mal eröffnen sie euch Zugang zu geheimen Räumen mit hilfreichen Gegenständen. Und last but not least wurden einige Spielabschnitte modifiziert oder gänzlich umgestaltet. Die Asteroidenabwehr zum Beispiel. Die war im Original nicht mehr als eine simple Ballersequenz in einem Geschütz, die manche Spieler zur Weißglut trieb. Im Remake schwebt ihr nun über die Außenhülle des Schiffs, um mehrere Geschütze manuell auf die Asteroiden einzustellen. Das ist spannender und gleichzeitig weniger frustrierend. Jetzt könnte man noch weitaus mehr Änderungen nennen, aber wir wollten ja nur ein paar Beispiele nennen. Fakt ist, die Motive Studios haben diesen Klassiker bis zum Gehtnichtmehr geschliffen. Und unserer Meinung nach hat sich die Arbeit gelohnt. Wenn wir auf Biegen und Brechen etwas kritisieren müssten, dann hätten wir da nur so Kinkerlitzchen wie Isaacs Kopfzuckungen beim Öffnen von Schränkchen. Oder diesen lustigen Sporttaschenhund hier. Naja, ist nicht ernst gemeint.
Das einzig wirkliche Manko ist vielleicht die unverbindliche Preisempfehlung von knapp 80 Euro für die Konsolenversion. Auch wenn sich das neue Dead Space locker zu den besten Remakes der letzten Jahre gesellen kann, ist das für einen etwas nischigen Titel ein ganz schöner Batzen. Zumal die PC-Version für 60 Euro angeboten wird. Es wäre wirklich ein Verlust für das Horrorgenre, wenn sich der Titel wegen des Preises wieder nur mäßig verkauft und EA die Serie ein zweites Mal einstampft. So, und das war's auch schon wieder mit Game 2. Wir waren jetzt ein Weilchen weg. Da habt ihr bestimmt vergessen, wie die Nummer hier funktioniert. Deswegen hier nochmal eine kleine Auffrischung. Liken, abonnieren, kommentieren und natürlich auch euren Bekannten schicken, die noch kein Game 2-Abo haben. Denn ein Leben ohne Game 2, das wünscht man wirklich niemandem. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Wiederschauen. Reingehauen.